Whatever. Residence. Merchant houses. No. Wenn überhaupt. Eine andere Stadt. So, ich habe eine Floyd. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich nochmal gucken. Organize. Eine Floyd hat 16 Kanonen. Kann massig Leute halten. 500 Laden. Ist schon okay. So. Ich brauche alle Hanf. Ja. Ja, gut, ich war ja schon bei denen. Da brauche ich eigentlich bei denen nicht gucken. Gut, okay. Jetzt habe ich es gekauft für Fluchtags. Deswegen finde ich den Schieberegler so ein bisschen. Weiß ich nicht. Kann ich irgendwas verkaufen? Abgesehen von Brot. Farbe, nein. Die Sache ist halt die produzieren halt immer ähnliche Sachen hier in der Gegend. Deswegen ist das so ein bisschen. Haben tatsächlich gute Mengen hier wieder. Dafür, dass ich gerade erst da war. Okay, fahren wir nach Tampa. Und wir haben Holz, das wir mitnehmen können. Und Getreide. Oh. Nicht schlecht. Noch mehr Eisen? Nee. Farbe. Oh, ist teuer hier. Aber nicht teuer genug, dass ich es verkaufen würde. Sechs Kleidung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow, sind die knauserig. Dafür haben sie Bananen. Und ein wenig Mais zumindest für mich. Zuckerrohr. Florida Keys, ja. Wow. Die haben echt mit einem Straight Face alles gekauft, was ich hatte. Quasi. Oh Mann, wenn ich irgendeine Stadt habe, die Kleidung können. Kann ich hier? Schade. Ich brauche irgendeine Stadt, in der ich Baumwolle und Kleidung produzieren kann. Oder zwei Städte nebeneinander. Naja. Havanna. Noch mehr Getreide, das ist wunderbar. So langsam kommen wir hin. Ja, das ist so cool. Abgesehen davon, dass ich euch von der Nahrung nicht verkaufen kann. Oh, geil. Hier rumkaufen, da rumverkaufen. Ist immer noch das meistgesucht bei denen. Na, vielleicht nicht so viel. Okay, gehen wir es jetzt mal normal wieder durch. Eine an. Nein, nein, nein.
Wow, die haben eine ganze Menge Hanf übrig. Ich weiß, wo es so fehlt, aber da komme ich erstmal nicht hin. Zumindest nicht auf meinem jetzigen Trip. Zumindest nicht auf meinem jetzigen Trip. Tabakwaren, ne? Die haben eh zu wenig davon. Okay. Mal gerade mal hier wieder verkaufen. Die haben aber keine Bananen. Dafür haben sie Stoff. Zumindest ein bisschen. Was habt ihr denn alle, dass ihr eure produzierten Sachen nicht verkaufen könnt? Spicy. Lass uns noch kurz nach Trinidad fahren und hoffen, dass die hier irgendwas herstellen, was wir gebrauchen können. Zuckerrohr ist immer hilfreich. Werkzeug, auf jeden Fall. Achso, ich könnte ja nochmal gucken, Werkzeug. War ich ja schon wieder im Status, wo ich mehr kaufe, als ich eigentlich habe. Ja. Gut, wir haben Nahrung. Remember Elena, the Viceroy's daughter? You might be interested to hear that she is the one who persuaded her father to aid the city of Cayman so quickly. I think one of her cousins lives there. I suspect she will be keeping a special eye on you now. Das ist doch nett. Aber war es nicht von vornherein klar, dass das... Na gut, die Info haben wir vielleicht nicht persönlich gesagt bekommen. Weiß ich nicht. Guck mal, jetzt können wir nochmal hier rum. Ein bisschen was an Seil. So Dinger sind für mich immer sehr profitsteigernd. Sagen wir mal so. So viel Hanf. Ein bisschen Zuckerrohr. Okay, was war jetzt mein... Wie viel brauche ich noch? Keine Ahnung. Bisschen was brauche ich noch. Und, aber das müssten wir ja eingekauft haben. Müsste das nicht unser Handelsfuzzi eingekauft haben? What the heck? Rum. Hoffentlich unglaublich viel rum. Ich muss noch mal gucken, wie ich den einstelle. Weil... You should provide more housing. Balance, Warehouse.
Stuart, sell goods bei 150, können wir bei 180 machen. Buy commodities für 100% vom Preis. Protects all goods from being sold or loaded by... Nee. The Stuart will buy all commodities available in the town as long as their price is under the 100%. Machen wir 105. 100 ist Produktionspreis und 105 ist Ticken über Produktionspreis. Das juckt mich aber nicht, solange ich es für mehr verkaufen kann. Und dann kann ich, hier kann ich blocken, wie viel ins Schiff gehen sollen. Und das ist der Block, wie viel bleibt, wenn sie... Okay. Machen wir es so. Ja, wir brauchen noch... Ja, die 300... Oh, damit. Die 300 Nahrung. Ich hoffe, dass ich hier... was an Nahrung sammeln kann. So wie es aussieht, eher weniger. Guck mal, ich habe Farbe dabei. Das sollte euch doch ziemlich glücklich machen. Und sie produzieren auch Tabak, aber das... Hanf hätte ich ein bisschen was übrig. Und Eisen habe ich auch. Baumwolle. Nee, ist noch nicht teuer genug. Okay, Produktion. Haben sie leider nur Zuckerrohr und noch mehr Hanf. Ich kann ihnen aber hier Sachen verkaufen. Jetzt hatte ich noch Stein, kann ich den verkaufen. Sie produzieren noch Baumwolle. Was ja, ja, Tabakwaren, rum ist immer gut, eine schöne Preisspanne. Ansonsten, Mais kann ich euch nicht verkaufen, Baumwolle produziert, ihr Werkzeug kann ich. Und Farbe, ansonsten noch. Weiß nicht, Kakao. Warum nicht? Seil hätte ich noch. Da sind sie jetzt ziemlich hinterher. Schade, keine Nahrung. Ach nee, warte, was? Oh, ist das interessant. So, ich kann den verkaufen. Davon Werkzeug. Und Farbe. Eigentlich nicht viel. Sie produzieren Seil. Das ist gut. Und sie kaufen mir Rum ab.
Ach, ich habe fast schon wieder meinen nächsten Rang. Oh, ich habe noch Farbe. Dann kann ich gerade passend dahin gehen. Zuckerrohr produzieren sie, kaufen sie aber momentan. Ja, vergiss es. Oh, Werkzeug. Natürlich. Und Farbe. Da sind die ja sehr großzügig. Tabak haben sie, Seil können sie brauchen. Und Rum allerdings nicht wirklich viel. Und sie produzieren. Oh, gut, dass ich hierher bin. Gut, dass ich hierher bin. Dann kann ich auch nochmal, wenn ich eh schon hier bin, jetzt auch nochmal hier in die große Stadt. Verkauf da ein bisschen was. Und ich krieg Bananen. Bisschen Hanf. Oh mein Gott. Irgendwo muss ich den ganzen Scheiß Hanf auch wieder loswerden. So, ansonsten, ich hätte ein bisschen Werkzeug zu verkaufen. Und Farbe. Oh, ich glaube, ich bin aufgestiegen. Dann Tabakwaren kann ich verkaufen und das, obwohl die selbst produzieren. Ein bisschen Rum einkaufen. Noch ein bisschen Seil verkaufen. Sailor! Wunderbar! Ich bin ein Sailor geworden. Oh, sie verkaufen Mais. Das ist sehr gut. ₹250. Warum bin ich nicht einfach zu denen gefahren und habe einfach... Da hätte ich nur noch 50 von was anderem gebraucht. Okay. Solange ich was davon loswerde, ist doch alles gut. Baumwolle, die haben auch einen Haufen Baumwolle. Oh, das stimmt. Ich könnte auch nochmal beim Mais gucken. Ja. Sie haben keine Farbe, dann kriegen sie schon mal Farbstoff. Sie produzieren Rum, haben aber im Moment nur 10 gehabt. Ach komm. So. Tabak, warum nicht? Irgendwo ist auch Tabak teuer. Wow. Wow. Ich habe 1400. Und trotz allem... Der Scheiß bald schon wieder voll. Okay. Ah ne, ich muss erst... erst hier rein. You have a free ship in port, which is not part of a convoy. Before you can send the ship out, you must either add it to an existing convoy or use it to form a new one. Ich doch. Jetzt könnte ich eigentlich schon sagen, ich gebe die raus. Sell. Wistfulness. Was? Wistfulness? Sölle? Whatever.
denn hier? There is something you could do for my city. Ah, nö. I have valuable information for you. Schatzkarte. Schatzkarten. Okay, lass das nochmal reparieren. Sollte ja nicht allzu teuer sein. Ja. Fahren wir einmal über Santo Domingo. Und das ist die Sache, man muss dann eben reingehen, um so Sachen. I need help in my search. Komm mal hier, was? November. Thank you. Northeast of Isabella. Okay. Ups. Erst nochmal handeln. Du willst also haben. Habe ich kein Problem. Damit auch nicht. Nee. Was haben wir noch? Noch rum. Oh, nice. Ja, ansonsten hatte ich Northeast. Da. World. Treasure Fleet. Fire in Port Royal. Oh. Plague in Port Spain. Heavily Armed Fleet. Ja, mein Einfluss ist noch nicht wirklich. New man on board. Castaway. Husband. Ja, muss ich dann entsprechend noch abliefern. Hanf, 100. Ah ja. Ich habe genug dabei, deswegen passt das schon. Oh, Werkzeug dabei. Und ihr produziert natürlich Zigarren, zahlt mir aber eine gute Menge für meinen Rum. Okay, jetzt muss ich nochmal nach Santo Domingo. Treasure Map, Part 2 of 9. Assignment successful. Nice. Okay, ihr stellt Steine her. Das ist wunderbar für mich. Ich wollte Bananen. Oder Früchte. Oh, Werkzeug. Wunderbar. Wunderbares Werkzeug. Warum kann ich den noch verkaufen? Aber kann ich noch einkaufen? Okay, Port Royal war ein Feuer. So. Gut, dass ich so viel Stoff aufgesammelt habe. Das bisschen Eisen nehme ich mit.
Sollte das nicht immer noch mein Kerl machen? Ich verstehe es nicht ganz. Naja. Ich meine, theoretisch haben sie gerade ein bisschen mehr Probleme. Müsste eigentlich schon jetzt mein... Was? Okay. Man macht damit keinen Verlust. Ich mache hier keine Verlustverkäufe. Wie auch immer das... Ist ja nicht mehr viel, was ich verkaufen muss eigentlich. Mhm. Muss ich jetzt echt einen Verlustverkauf machen, um meine blöde Aufgabe zu beenden? Abgesehen davon, dass die Früchte verkaufen. Hä? So, 77 nur noch. 27. Oder ich habe mich verrechnet. So, Aufgabe erfüllt und Verlustgeschäft gemacht. Na gut, ich kann es ja wieder kaufen. So ist es ja nicht. Von daher. Gar nicht so dramatisch. So. Tasks. Treasure Map. Uff, das ist ja echt eine Menge. So. Gut, ich meine, die Zeit läuft nicht weiter. Meat, Baked Goods. Naja gut, da muss ich wohl noch ein bisschen rumfahren. Weil es doch nicht zählt oder so, keine Ahnung. Ich gehe aber gerade aufs Klo.